Guten Abend. Auch heute sah der Satellit über Mitteleuropa kaum mal eine Wolke. Das sah hier in Osteuropa, aber auch über dem zentralen Mittelmeer in Frankreich und in Spanien anders aus. Da gab es doch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die Nächte werden bei uns jetzt langsam milder. Am Rhein und an der Mosel sinken die Werte zum Teil nicht unter 17 bis 16 Grad. Sonst werden 14 bis 10 Grad erreicht und einstellige 9 Grad gibt es nur noch am Alpenrand. Dazu ist die Nacht meist klar. Morgen beginnt der Tag mit sehr viel Sonnenschein. Dann entwickeln sich einige Quellwolken und vielleicht reicht es hier an der Elbe, im Erzgebirge, auch im Bayerischen Wald, am Alpenrand, vielleicht sogar mal im Schwarzwald für einen kleinen Regenschauer oder für ein kurzes Gewitter. Der Wind dazu kommt aus östlichen Richtungen und so liegen die Höchsttemperaturen direkt an der Ostseeküste bei 21 bis 23 Grad. Sonst werden 23 bis 29, am Rhein und westlich davon 30 bis 32 Grad erreicht. Und an diesem Wetter ändert sich am Sonntag wenig. Die Gewitter beschränken sich dann auf den Alpenrand bei 23 bis 31 Grad. Und so bleibt auch die Waldbrandgefahr sehr hoch im Nordosten, in Niedersachsen, aber auch im Südwesten. Guten Abend.